Hi zusammen, willkommen zurück bei Deponia Doomsday. Nach der letzten Aufnahme habe ich leider vergessen zu speichern. Ist hoffentlich nicht so schlimm. Ich habe, glaube ich, nicht so viel gemacht. Ich habe jetzt versucht, es wieder herzustellen, soweit wie ich war. Kann sein, dass wir gleich noch den einen oder anderen Dialog doppelt hören. Das kann ich jetzt gerade nicht versprechen. Und ich war ja letztes Mal wieder ein bisschen ratlos unterwegs. Deswegen habe ich mir überlegt, die nächsten kleinen Hinweise, die probiere ich mal separat aus. Und das habe ich auch getan. Ja, ich wollte zumindest, ich habe mich jetzt nicht sehr gespoilert. Ich habe auch alle Dialoge, die dazugehört haben, habe ich alle weggedrückt und so. Ich wollte nur so einen kleinen Hinweis haben, nicht, dass wir jetzt wieder hier 20 Minuten lang planlos durch die Gegend laufen. Das wollte ich jetzt irgendwie gerade nicht in der Aufnahme. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Mir ist dabei Folgendes aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon im Let's Play hatten. Aber wenn wir versuchen wollen, den Seher zu fotografieren, dann keine kommt Folgendes dabei raus. Außer ich habe gerade eine Vision. Dann dürfte ich also. Ja klar. Dann wäre es nämlich eine Foto-Session. Hihi. Zur Hölle, wo bin ich denn hier gelandet? Genau. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ja, und da, das wussten wir ja schon, da der Typ hier oben jetzt eine Vision braucht, um da weiterzuschreiben, und wie gesagt, die Truppen da unten haben wollen, damit die den Wombat für uns jagen, habe ich mir überlegt, wie kann es hier weitergehen? Wie können wir dem Typen endlich eine glänzende Kugel besorgen? Das ist ja das, was er braucht. Und ja, es ist schon ein bisschen peinlich, weil aufs Simpelste bin ich gar nicht gekommen. Hier ist eine Bowlingkugel-Poliermaschine. Und ich habe gedacht, da müssen wir irgendwas reinstecken. Aber es ist peinlich, aber man kann die einfach mitnehmen. Auf Simpelste kommt man manchmal gar nicht, ne? Ja. Naja, jedenfalls haben wir jetzt eine Bowlingkugel-Poliermaschine. Und die, habe ich mir gedacht, können wir doch bestimmt hier dem Seher auf den Kopf setzen. Das wäre doch praktisch. Hä? Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Der kommt mir aber sehr extravagant vor. Mhm. Ah, ach so. Ja, wir haben ja hier das Retro-Magazin. Damals waren offenbar extravagante Hüte hip. Und das Wort hip war auch noch hip. Genau. Genau, soweit hatte ich nämlich schon gespielt. Das kann man ihm hier nämlich nochmal vorlegen. Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Oh je. Das heißt ja, ich bin voll hinter dem Trend. Mhm. Wo bekomme ich denn jetzt einen extravaganten Hut her? So, keine Panik. Ich habe für dich gesorgt. Hier, bitte sehr. Hä? Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Und ein extravaganter dazu. Mhm. Her damit. Rotschick. Und er schmeichelt der Kopfhaut. Tja, da gibt's bei dir ja einiges zu schmeicheln. Genau, so. Und wenn wir ihn jetzt dazu kriegen, das Ding wieder abzusetzen. Also beim Testen bin ich hier noch ein paar Mal hin und her gelaufen, aber ich hoffe mal, es klappt auch jetzt schon. Wir werden es sehen. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Ein Glück. Dieses Monstrum hier macht mir nämlich langsam Kopfschmerzen. Das kann ich nachvollziehen. Ah, guck mal, wie schön. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hier ist Nummer minus eins. Ja, und du kannst dich hier auch selber drin sehen im Schädel des Sehers inzwischen, würde ich meinen. So, wie wäre es denn jetzt? Könntest du denn jetzt mal vielleicht uns eine kleine Prophezeiung machen? Kannst du jetzt eine Vorhersage machen? Wie denn? Ich habe immer noch keine... Oh, verstehe. Ach, warum nicht? Worum geht es? Also, ich brauche ein romantisches Foto von mir und meiner Freundin, um ein Boot auszuleihen. Hast du etwa keines im Portemonnaie? Ja, aber kein ausreichend romantisches. Zeig mal. Was? Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Lies einfach die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Schnell, nimm das weg.
Nimm das weg, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Oh. Hallo? Ist das noch Teil der Vorhersage? Wie unheimlich. Oh, oh. Also, der Seher hängt jetzt in einer Feedback-Schleife, okay. So, dann können wir jetzt bestimmt von dem ein Foto machen und dann sind wir auch wieder auf dem gleichen Stand. Wie gesagt, die Dialoge habe ich auch noch gar nicht gehört. So. Bitte recht freundlich. Und jetzt nochmal geheimnisvoll. Agentengleich. Ich möchte die Vision spüren. Jetzt, als hättest du unter dich gemacht. So, ich glaube, ich habe alles, was ich sehen wollte. Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Oh, oh. Bleibt er jetzt da drin hängen? Der arme Kerl. Aha. Das Foto sieht jetzt also so aus. Die Zukunft ist ein wenig unscharf. Hier mit so einem Unendlichzeichen. Ja, Feedback-Schleifen sind böse. Das kann ganz schön laut fiepen. So. Jetzt haben wir doch eine Vision für den Propheten und dann gucken wir mal, was das bringt. Wie gesagt, meine Vermutung ist ja, dass die Schrottritter uns dann bei dem Wombat helfen und wir dann an den Ring kommen. Ob das so klappt, weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Dir fehlt also eine Vision? Nun, hier hast du eine. Aha, ich erkenne gar nichts. Ich weiß, es ist verwackelt. Das ist der temporale Jetlag. Das letzte Mal, dass ich geschlafen habe, ist in 10 Stunden. Du verstehst mich falsch. Ich finde es super. Explizit werden macht nur angreifbar. Es sieht so aus wie ein Tunnel aus ein und demselben Bild. Und ein Ende ist nicht zu erkennen. Das hat irgendwas mit einer Feedback-Schleife zu tun. Perfekt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das letzte Gebot lauten muss. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4/3-viertelte Gebot zu verletzen. Hier, nimm meinen Meißel. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Aha. Juhu, Hammer und Meißel. Das ist bestimmt auch noch sehr nützlich. Stimmt, das 4/3-viertelte Gebot war ja, du sollst keine Texte in den Stein meißeln, ne? Gut. Aber da müssten wir ihm ja aushelfen können. Das dürfte doch kein Problem sein. Ja! Abwaschbare Wasserfarben? Perfekt! Damit kann ich endlich das letzte Gebot vollenden. Na? Hey, Jungs, da oben tut sich was. Hat er schon wieder seinen Bart irgendwo festgemeißelt? Nein, es gibt ein neues Gebot. Echt? Wie lautet es? Nur eines bleibt für immer stehen. Die Show muss ewig weitergehen. Wow. Und darauf haben wir jetzt hier die ganze Zeit gewartet? Ich bin so enttäuscht. Habt ihr auch plötzlich das Bedürfnis, zurück nach Haldika zu gehen, um religiöse Spinner totzumetzeln? Wir sollten definitiv unsere Entscheidung, unser Leben zu überdenken, überdenken. Genau. The show must go on. Du sagst es. Aha. Hört, hört. Okay. Wie sieht's denn jetzt aus? Kann ich euch denn jetzt hier mal eine Aufgabe geben? Nee, erstmal rede ich hier nochmal mit dem Propheten. Nichts überstürzen. Endlich kann ich mich zur Ruhe setzen. Mach wohl, aber ich behalte die Lizenzrechte. Lizenzrechte? Na klar. Ich habe schon die Besetzungsliste für das Re-Reboot im Kopf. Und das Tollste, Veronika Ferbes kommt nicht drin vor. Ah, schön. So. Ihr lieben Rittersmänner. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Also. Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Lass hören. Wir haben lange genug hier rumgegammelt.
Sehr gut. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht, ob das was für euch ist. Es geht darum, einen Ring zu suchen. Red weiter. So ein Biest hat ihn geklaut, ist damit in ein Labyrinth geflohen. Nun, wir haben schon schlimmere Aufträge angenommen. Allemal besser als dieser Promo-Job für Babynahrung im Brinkley's. Worauf warten wir noch? Die Zeit ist gekommen, meine Getreuen. Zu lange haben wir den dunklen Mächten erlaubt, Tod und Schrecken über uns zu bringen. Seid ihr bereit, mir euer Schwert für die letzte, alles entscheidende Schlacht zu überlassen? Soll das da drüben etwa das Labyrinth sein? Ich interpretiere das als ein begeistertes Jawollo, los geht's. Ja dann, Jawollo, los geht's. Seid ihr bereit für die Schlacht aller Schlachten, für den Kampf aller Kämpfe, für die Creme aller Cremes, für den Sims aller Wimps? Wir haben noch gar nicht über unsere Belohnung gesprochen. Was? Für Ruhm und Ehre! Hat er Ruhm oder Rum gesagt? Lassen wir es drauf ankommen. Na, was? Nee. Nee. Wie geil ist das denn bitte? Ne. Nein, wie cool. Nein, wie cool. Da komme ich ja gar nicht drauf klar. Stark. Oh. Oh oh, der ist der Bomber schon. Ich nehme mal hier die Schere. Oh. Hier kann ich. Nee. Unk. Yeah, was muss ich denn hier machen? Das macht ihm mir gar keinen Schaden, oder? Ha, mit der Scherbe. Okay. Ich glaube, wir sind gleich dran irgendwie. Aua, der Erde ist schon tot. Das hier bringt doch alles gar nichts. Oh. Oh. Oh, das war ja mega cool. Das Kleinod in Händen haltend, gedachte er der tapferen Kameraden, die in der Schlacht gefallen waren. Hässlicher Huttyp. Anderer Typ. Und, habe ich jemanden vergessen? Ist ja egal. Schrottfeind. Nein, war das cool. Geil. Irgendwann kehre ich zurück und erledige die Sidequests. Versprochen. Ah, ich liebe dieses Spiel. Das ist genial. Genial. So. Okay, wir haben den Ring, den werden wir gleich noch irgendwie auf das Foto bringen müssen. Und wir müssen noch hier den Stern am Morgenhimmel einfahren. Was ich jetzt aber gerade nochmal so als Idee hatte, können wir damit vielleicht McChronicle hier stillhalten? Helfen? Stopp! Was hast du vor? Stillhalten gilt auch für die Sappelklappe. Ich protestiere! Stell dich nicht so an. Es ist wie ein Pflaster abzureißen. Nur eben mit Hammer und Meißel. Handwerk hat goldenen Boden. Nein! Jawohl! Wenn du das Wasser verfehlst, vergiss nicht, dich abzurollen. Dass mich die Leute aber auch nie ausreden lassen. Okay. Was können wir denn jetzt hier... Okay, jetzt ist er einfach weg. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Können wir jetzt unten mit ihm irgendwie reden oder so? Wo ist er... Was? Ach so, die Tüte war da schon immer, ne? Wo ist er denn jetzt wohl hin? Finden wir den jetzt irgendwo? Vielleicht hier im Liebestunnel? Nee, hier ist nur Goal. Die will immer noch nicht mit uns reden, oder? Na komm schon. Lass uns das Foto machen. Wo ist die lässige Goal geblieben, hm? Du weißt schon. Angriffslustiges Lächeln, Tatendrang, ausgefahrene Fingernägel. Hat mit mir gegen den Organon gekämpft. Es klingt für mich, als würdest du von einer vollkommen Fremden sprechen.
Ach, ja. Für mich langsam auch. Ja gut. Hier ist er auch nicht. Wo ist er denn jetzt wohl hin? Nee, hinten ins Grab, das wäre komisch. Das ist ja ganz schön weit weg, ne? Ah, da ist er. Guck an. Hi. Na, da schau her. Dero Gnaden hat sich doch noch bequemt, hier aufzukreuzen. Ja, wer hätte das gedacht, nachdem du mich eben beinahe getötet hättest? Das war doch vollkommen ungefährlich. Du hingst über dem Fluss. Direkt über der Stelle, wo Biber einen Damm aus rostigen Nägeln gebaut haben. Das zählt trotzdem als Fluss. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tja, das Leben ist kein Grabbeltisch. Ich zum Beispiel bräuchte einen zuverlässigen Assistenten. Und nun guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Also, wie sieht's denn aus? Also, was ist dein Plan? Porta Rustica ist nur wenige Stunden flussaufwärts. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Kuwak auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden. Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufbrechen. Dafür ist gesorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Goal und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und okay. Ist es jetzt soweit? Nee, noch nicht ganz. Einen Moment noch. Also, dann wollen wir noch mal gucken. Der passt hervorragend zum Motiv. Leider kann ich ihn hier nirgendwo befestigen. Ja gut, aber wenn wir jetzt jemanden haben, der die Kamera hält, könnte ich ja vielleicht... Ja. Und wenn ich da dann den Ring draufstecke... Oh, Rufus, wo hast du nur dieses kostbare Schmuckstück hier? Ich hab sie auf Elysium aufgegabelt. Du Charmeur! Okay, das sieht ganz gut aus. Das Zuckerherz. Guck mal, das hatte ich noch gar nicht wiederhergestellt, weil wie gesagt, ich hatte ja einmal vergessen zu speichern. So, stimmt, hier fehlt auch noch das andere Foto, ne? Fällt mir jetzt erst auf. Naja, gut. So, dann geben wir ihm noch mal die Kamera, dann können wir jetzt mal loslegen. Sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst der Romantik. Komm hier. Und ist es jetzt soweit? Ja, jetzt ist es mal ja, soweit. Ja, geht los. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ach so, jetzt, okay. So, und jetzt aber vielleicht. Ist es jetzt soweit? Ja, komm. Ja, geht los. Drück einfach auf den Auslöser. Das wird aber noch nicht ganz klappen, glaube ich. Haben wir das Foto jetzt? Ja, haben wir. Mit Ring und Herzchen. Das kriege ich besser hin. Ich sehe super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Okay. Oh, diese Geräusche hier vom Seher sind ja gerade unerträglich. So, jetzt wo die weg sind, können wir hier noch irgendetwas aufgabeln? Nö. Hier ist soweit erstmal nichts. Ist hier im Grab vielleicht irgendwas Neues drin für uns? Hier liegt Rufus. Weltenretter, Spionage-Cowboy, Hinternmodel. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hinternmodel-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. Okay. Ich schätze, wir brauchen ja noch was. Andererseits wäre es diesem Spiel auch zuzutrauen, dass man doch mal nur zwei Dinge braucht. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt hier nochmal hoch auf die Gleise. Hier haben wir aber wirklich nur den Stern am Morgenhimmel. Und kann damit wahrscheinlich, da kann ich ja nichts mit tun hier. Der würde sich gut auf dem Foto machen. Aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgewuchtet kriege. Ich bezweifle das auch ein bisschen, aber man weiß es auch nicht so richtig. Hier mit dem Magazin, das wäre ja Quark, ne? Das wird ja nicht funktionieren. Mein Vorhaben, Bing! Genau, dein Vorhaben, Bing, und mit dem hier ist das genauso Bing, ne? Mein Vorhaben? Ja. Bing! Okay, dann geht das so nicht. Gehen wir mal zurück. Hier hatten wir noch ganz viel Kram, aber das tut alles nichts. Na gut, dann würde ich vorschlagen, wir probieren das einfach mal aus jetzt hier mit dem Bild. So wie wir es bisher haben und schauen dann mal. Guck mal her, Rufus, da das Ding. Und dann schauen wir mal, ob das schon was hilft oder noch nicht. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie noch
den Stern mit aufs Foto kriegen. Wie das funktionieren soll, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber das gucken wir uns dann in der nächsten Folge zusammen an. Das werde ich auch nicht vorher ausprobieren. Das probieren wir direkt gemeinsam. Okay, dann würde ich sagen, bis dahin. Heute haben wir ja wieder einiges geschafft. Das freut mich. Dieses Labyrinth, das ist großartig. Großartige Idee. Chapeau, Chapeau. Dedelic, ich ziehe meinen Hut. Großartig. Ganz, ganz großes Kino. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Dann, ich hoffe mehr davon in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüss.